Jetzt sind wir hier schon wieder ganz durch und kein Meteor. Wie erkenne ich die? So, zack. Du bist Eisen, denke ich mal. Leuchtwort schmeißen wir weg. Das ist Eisenerz, jawohl. Das hier müsste auch noch... Ne, das ist ein Steinblock, ein einfacher. Die Viecher werden auch mal frecher hier, muss ich sagen. Jetzt aber auch wieder so eine Riesenbäume hier. Das ist ja auch wieder Wahnsinn. Da ist noch eine Kiste. Jetzt müsste hier eigentlich gleich schon wieder der Dungeon auftauchen, oder? Ja. Er hat's gewusst. Er hat es hier gewusst. Alle ausräumen können wir nicht machen. Wird's dann bald schon wieder duster? Ja, es wird bald wieder duster. Ich würde sagen, wir nehmen dann... was? Von deinem Fluch befreit. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier mal an, uns mal was aufzubauen, damit wir diesen alten Mistkerl gleich besiegen können. Obwohl das wahrscheinlich jetzt sowieso wieder nichts werden wird, aber wir versuchen es einfach mal. Vielleicht kommen wir ja noch in den Dungeon rein oder so. Das wäre auch mal ganz schön. Hier machen wir mal ein bisschen breiter, wenn wir gleich im vollen Lauf hoch wollen. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier in diese Richtung weiter und in diese Richtung. Dann versuchen wir mal jetzt hier uns weiter rüber zu bauen. Dass wir uns eine Plattform aufbauen, von dem wir diesen Endgeboss hier gleich, Endgegnerboss gleich besiegen können. So, jetzt möchte ich noch ein paar Holzklappen haben, danke. Dafür hatte ich nämlich auch noch einiges an Holz gesammelt. Das habe ich bei einem Video gesehen von dem anderen Let's Player, dessen Name mir jetzt gerade leider entfallen ist. Dass der das so gemacht hat, da hat er sich hier so eine irre lange Plattform aufgebaut und dann hat er den Skeletron angefangen zu bearbeiten. Das werden wir jetzt auch gleich mal ausprobieren. Er hat auch gesagt, welche Attacken das gibt. Ich weiß, das war ein amerikanischer, welcher war das, aber fragt mich jetzt nicht, wie der hieß. Da müsste ich jetzt sonst erst nachsehen. So, jetzt haben wir es Nacht. Das heißt, Skeletron können wir jetzt gerne mal ausprobieren. Dann wollen wir mal gucken. Switchen wir schon mal auf den Bogen. Und der Blutmond steigt auf. Auch das noch. So. Fluch. So, jetzt können wir das gerne mal probieren hier. Jetzt werden wir uns erstmal nochmal einen Trank einpfeifen. Der hat auch nicht mehr HP als der andere Idiot, den wir da auseinandergenommen hatten, oder? Aber der macht weit mehr Schaden! Ja, und da sind wir auch schon getötet. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der von Anfang an noch die HP hatte, die wir beim letzten Mal hatten, aber naja. Welch Wunder, wir sind wieder hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Anläufe man da haben kann bei dem, ob es da irgendwas gibt an vielleicht eine Maximalzahl. Die sind schon wieder lauter Zombanden.
Also wenn gerade einer noch eine Idee hat, wie viel HP der Typ gerade am Anfang hatte, das sehe ich wahrscheinlich erst wieder beim Schneiden. Okay. Warum bin ich in einer Zeit wie dieser so aggressiv? Ist das, mal ehrlich, ist das ein Wunder? Verderbte Saat, Ekelpulver. Entfernt den Segen. Eichel, Dreckrute. Das klingt auch irgendwie so ein bisschen pervers, muss ich sagen. Blutmond ist nämlich auch eine schöne Sache. Da verkaufen die nämlich teilweise auch andere Sachen. Mini-Hai, 35 Gold, Stahlschluss. Silberkugel. Die können wir dann nämlich auch noch kaufen. Wenn wir gerade mal Blutmond haben, werden wir das jetzt einfach mal machen. Und wir schmeißen das mal anstelle von, ich würde sagen, dem hier. Und jetzt gehen wir mal zu unseren Truhen und werden mal so ein bisschen was ablegen jetzt hier. Und zwar möchte ich erstmal das Erz loswerden wieder. Alles schnell stapeln, jawohl. Das ist alles klasse. Jetzt möchte ich den Bogen auch noch irgendwie loswerden. Habe ich hier noch irgendwo Platz? Genau, der Goldbogen kann weg. Holzpfeili können wir... Eine Sekunde, das machen wir eben so. Was kannst du uns jetzt erzählen? Mach schon und hör mal den Bluten auf. Alles klar, tue ich doch immer wieder gerne. Was kannst du uns so verkaufen? Dynamitbombe, Granaten. Okay. Die Bombe ist irgendwie günstiger geworden, kann das sein? Huch, wo bist du jetzt hier reingekommen? Seit wann könnt ihr Türen aufmachen? Mach das doch nochmal, das will ich jetzt sehen. Seit wann können Zombies Türen aufmachen? Echt? Das, die machen die Türen auf, wenn die da oft genug gegenhauen. Was soll das denn? Das war ich eben nicht, ehrlich. Ich hatte zwar den Finger da drauf, aber ich war's nicht. Die können Türen öffnen, die Schweine. Ich glaub das nicht. Jetzt rennen wir wieder mal nach rechts. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier endlich auf diesen alten Meteoriten treffen. Der muss doch irgendwo zu finden sein, oder was? Ich meine, da sind ja schon zwei runtergekommen. Muss man da vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu durchlesen. Vielleicht hat es auch irgendwas anderes zu sagen, dass da besteht. Ein Meteorit ist runtergekommen und ja. Oder vielleicht können sie das nur während eines Blutmondes. Das kannst du auch haben. Wilde Spekulationen und Vermutungen hier. Keine gesicherten Informationen mal wieder von meiner Seite hier. Aber ich lasse mich da immer gerne belehren. Saat packen wir auch alles ein hier. Silbermünzen, Kupfermünzen, Linsen. Ich quatsche hier gerade weniger, weil ich hier gerade tierisch auf den Hucke kriege. Das ist alles nicht so praktisch gerade. Ach, gehen wir mal lieber hier unten lang. Hier kann hier gerade keiner von oben runterfallen. Das ist dann auch sehr schön. Haben wir hier hinten schon mal? Ja, hier waren wir eindeutig schon mal.
Ach, hier sind wir jetzt wieder. Alles klar, ich bin im Bilde, wo wir sind. Es ist Blood Moon. Da kommt eine von links nach links, sonst kriege ich Komplexe. Na, welcher Film war das? Ah, wieder wilde Fragen von mir hier an euch. Einiges an Geld wieder aufgesammelt. Müsste irgendwie ein Item geben, was einem die HP langsam wieder auflädt. Das wäre ja auch mal ganz nett. Also quasi auf Dauer, ohne dass man es extra konsumieren muss. So meine ich das jetzt. Nicht wie so ein Heiltrank, sondern wie so ein Dauerhot. Wenn da einer was man anfangen kann mit dem Ausdruck. Ein Hot ist ein Heal over Time. Wer es nicht weiß. Alter GEMA-Ausdruck. Verderbnis Piranhas. Die sind gerade etwas fies. So, ihr Schweine, kommt mal her hier. Rückstoß beim Bogen ist schon klasse, muss ich sagen. Hilfe! Ich setze aber auch was los hier unten. Meine Güte, das ist hier. Dich möchte ich auch erstmal auseinanderbauen. Was ist noch ein Bast? Da hier hagelt es ja richtig Sternschnuppen gerade. Das ist ja hier Hammer. So, da ist noch eine. Noch, da sind jetzt noch links gerade noch zwei. Also eine hatte ich eben schon gesehen, gerade ist noch eine runtergekommen. Ja, und da wurde ich getötet. Ich wurde geköpft. Ach, Mensch, das ist ja hier der helle Überwahnsinn ist das. Das finden die Zombies auch ganz toll gerade, merke ich. Auf der Suche nach, ja, Sternschnuppen mal wieder umgekommen. Sagt der Zombie auch. Gut, ich würde sagen, ich mache jetzt gleich eine kleine Pause. Lies mir mal ein bisschen was zu Meteoriten durch. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss. Ja, hallo Leute, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mir ein bisschen was durchgelesen zu den Meteoren. Ich habe auch mal mit dem Map-Editor nachgeguckt, wo denn dieser verdammte Meteor war. Der erste ist scheinbar ganz rechts ins Wasser geknallt. Ziemlich tief sogar, da werden wir wohl den ganzen Tag nicht hinfinden. Und der zweite, ja, den habe ich auch gesehen auf der Karte, wo der ist. Der ist, wir müssen einfach nur nach rechts, dann kommt eine Wüste und dann kommt noch ein bisschen was an geradem Gelände und dann ist der Meteor da drin. Wir brauchen auf jeden Fall die Gold-Pickaxe, brauchen wir dafür. Haben wir dann alles dabei, was wir brauchen? Ja, wir müssen erstmal ein bisschen was an Kram loswerden. Würde ich sagen. Und dann besorgen wir uns mal ein bisschen das Meteoritenerz. Das werden nämlich auch noch ein paar schöne Sachen werden. Erstmal schnell stapeln. Nein, hier geht nichts schnell zu stapeln. Jetzt habe ich da gerade die Leuchtwurzel abgebaut. Das wollte er eigentlich gar nicht. Hier werden wir auch noch mal ein bisschen schnell stapeln. Ich finde in diesen Truhen nichts mehr wieder. Und ich, ja, ich weiß, ich sollte die Truhen mal aufräumen. Aber, naja, was soll's. Da habe ich noch Flammenpfeile drin, hier habe ich noch Holzpfeile, die kann ich auch noch irgendwie gleich loswerden.